Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Insidious The Red Door. In diesem Film geht es um die Familie Lambert. Denn die Familie Lambert, die hatte es nicht wirklich leicht im Leben, denn sie haben ein bisschen Probleme mit der Astralwelt, will ich jetzt mal sagen. Denn sowohl Josh Lambert, der gespielt wird von Patrick Wilson, der auch übrigens der Regisseur ist, als auch seine Kinder, der Dalton und der Forster, die hier gespielt werden von Ty Simpkins und Andrew Astor und natürlich der Carly Lambert, gespielt von Juliana Davis. Denn ja, die hatten so ein bisschen was mit Astralprojektion zu tun. Und zwar können die ihren Körper verlassen und gehen dann in einer anderen Dimension, wo nicht nur gute Gestalten lauern. Und diese können dann natürlich auch über Umwege in die reale Welt kommen und dort Schaden anrichten. Und um das zu verhindern, hat sich die Familie, beziehungsweise der größte Teil der Familie, einer Hypnose unterzogen. Und dadurch sollten alle Erinnerungen, wie sie dahin und zurückgekommen sind und so weiter, ja, ausgelöscht werden, somit, dass keiner mehr in die andere Welt reinkommen soll. Das klappte über viele Jahre auch ziemlich gut, bis dann Dalton auf eine Uni geht. Er ist halt Künstler und durch seine Gemälde, die er dort malt, kommen einige Dinge wieder ans Tageslicht, die besser verborgen geblieben wären. Ja, so viel mal ungefähr dazu, um nicht allzu viel vorwegzunehmen. Dieser Film kommt aus der Reihe der Insidious-Reihe und ist der mittlerweile fünfte Film. Ich habe die anderen Filme davor nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste gar nicht, dass das eine ganze Reihe war. Habe ich jetzt auch erst im Nachhinein erfahren. Von daher kann ich zu den anderen Filmen nichts sagen. Aber zu diesem Film kann ich sagen, der Film hat schon ein paar richtig krasse Jumpscares. Also das muss ich sagen. Also die Story ist gar nicht schlecht, muss man sagen, für dass manche Horrorfilme in letzter Zeit ziemlich schwache Storys haben. War die mal wieder so ein bisschen was, wo man sagen kann, ja, das geht mal so ein bisschen aus der Reihe. Die Charaktere sind gut gewählt, passen zu den Schauspielern, sind auch ein paar lustige Momente dabei. Und es hat sehr viel auch mit, sage ich jetzt mal, auch mit Familienproblemen zu tun, mit psychischen Problemen, dies und das und sowas alles. Also alles in allem ist das mal ein Horrorfilm, der jetzt nicht so auf Splatter aus ist oder so. Also man sieht da jetzt keine großen Blutfontänen oder irgendwas. Sondern das ist wirklich mal wieder so ein Psycho-Horrorfilm, der gar nicht schlecht ist. Aber an manchen Stellen fand ich den ein bisschen, ja, hätte man vielleicht ein bisschen kürzen können. Bei manchen Stellen waren mir dann ein bisschen doch zu langatmig, aber sie waren nicht wirklich schlecht gewesen. Ja, was kann man sagen? Also auch die jüngeren Schauspieler, die haben echt eine gute Leistung abgeliefert und es sind für mich eigentlich alles recht unbekannte Schauspieler. Der Patrick Wilson zum Beispiel, der gleichzeitig Hauptdarsteller und Regisseur war, der war zum Beispiel auch bei Conjuring mitgespielt und bei Batman und Robin. Bei Batman vs. Superman und Moonfall kennt man den zwar noch, aber wenn ich jetzt so die jüngeren Schauspieler gucke, der Dalton zum Beispiel, Keegan Simpkins, der hat zwar schon mal irgendwie bei Avengers Endgame irgendwie eine kleine Rolle gehabt und bei The Whale eine kleine Rolle gehabt, ist aber sonst eigentlich bei keiner großen Sache irgendwie, selbst bei den Filmen, die ich kenne, ist er mir irgendwie nie ins Gesicht, also ins Auge gefallen. Und auch zum Beispiel die Nebendarstellerin, wo habe ich sie denn jetzt gerade? Da, Sinclair Daniel, die Chris Winslow spielt,
Das ist noch ein komplett unbeschriebenes Blatt. Da sehe ich hier nirgendwo irgendwas, wo die aufgetaucht ist. Aber alles in allem, also schauspielerisch fand ich das gut. Da kann man wirklich sagen, da haben die viel richtig gemacht bei der Besetzung. Ich bin mit dem Film gar nicht so unzufrieden, aber welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder, also Insignious The Red Door. Ist ja mehr so Psycho-Horror, kann man sagen. Ist bis ab 16 Jahre freigegeben. Hat, also der Regisseur ist auch gleichzeitig der Hauptdarsteller. Muss nicht schlecht sein. In diesem Fall fand ich es jetzt gar nicht schlimm. Also das passte soweit alles schon ganz gut. Da konnte ich jetzt nichts Negatives zu sagen. Ist halt der fünfte Teil der Insignius-Reihe. Das wusste ich auch nicht, dass es da halt so viele Teile mittlerweile schon gibt. Und ist die Fortsetzung von dem Insignius Chapter 2 aus dem Jahre 2013. Also für mich hat der Film sich an manchen Stellen zwar ein bisschen langatmig angefühlt, aber ansonsten war ich mit dem Film echt nicht unzufrieden. Also da haben wir dieses Jahr definitiv schon schlechtere Horrorfilme gehabt. Und somit gebe ich den Film, ja, so vier Totenköpfe. Das ist schon ganz okay für den Film. Also der hat echt krasse Jumpscares teilweise. Also da bin selbst ich das ein oder andere Mal zusammengezuckt, weil die echt gut teilweise positioniert waren und auch wirklich sehr überraschend kamen. Von daher, das passte schon ganz gut. Das hat Spaß gemacht. Vielleicht mal so 5 Minuten kürzer an manchen Stellen gemacht. Wäre vielleicht auch ganz gut gewesen, wäre es ein bisschen knackiger gewesen. Aber ansonsten ist das alles Klagen auf hohem Niveau. Ja, wenn euch gefällt, was ich mache, dann drückt doch den Abo und den Like-Button und schaut doch mal unten in der Videobeschreibung. Es sind ein paar interessante Links, die euch vielleicht interessieren können. Und sobald es den Film auf Blu-ray oder DVD gibt, werde ich den auch unten verlinken. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.